Auch gestern an der Wall Street wieder dünnste Umsätze, wenig Bewegung. Dann am Schluss hat man die Indizes ein bisschen nach oben gezogen. Aber heute, ab heute dürfte jetzt mehr Action in die ganze Geschichte kommen, denn heute stehen wichtige Konjunkturdaten an. Auf der einen Seite vor allem die US-Erzeugerpreise und dann morgen eben die Entscheidung der Fed. Und wenn die Märkte irgendwann mal aus ihrem Wachkoma erwachen, dann weil die Fed sich äußert. Der Herr und Meister der Finanzmärkte, wenn die Fed sich in eine Richtung bewegt, dann gehen die Märkte mit. So schlicht ist das derzeit leider. Bewertungen spielen keine Rolle, sondern nur Liquidität. Und dementsprechend kommt morgen der Fed-Sitzung eine wichtige Bedeutung zu. Manche sagen, das sei die wichtigste Sitzung von Jerome Powell in seiner Karriere als Geldpolitiker. Vielleicht ein bisschen übertrieben, aber die Frage ist eben, was wird da passieren bei der Fed? Aber schauen wir uns zunächst mal die Daten heute an. Und die werden wichtig. 14.30 Uhr bei finanzmarktwelt.de werden Sie darüber informiert, über die US-Erzeugerpreise. Letztmalig zum Vorjahresmonat um 6,2% gestiegen. Jetzt ein Anstieg von 6,3% erwartet. Schon durchaus heftig. Werden die Erzeugerpreise nach oben überraschen? In China sehen wir ja, dass die Erzeugerpreise vor allem stark steigen, deutlich stärker als die Verbraucherpreise. Und das grundsätzliche Problem ist, wenn die Kosten für die Unternehmen steigen, dann geht das in die Marge, wenn sie diese gestiegenen Kosten nicht an die Konsumenten weitergeben können. Also werden sie versuchen, diese gestiegenen Kosten an die Konsumenten weiterzugeben. Die Konsumenten wiederum sagen sich, oh, ich habe gestiegene Kosten, lieber Arbeitgeber, ich brauche höhere Löhne. Das ist sozusagen die Voraussetzung für eine wirklich nachhaltig steigende Inflation. Und das ist genau das, was die Fed und die anderen Notenbanken ja nicht sehen. Wir haben dann noch die Einzelhandelsumsätze. Natürlich auch sehr wichtig in einer Wirtschaft, die zu 70% aus Konsum besteht. Heute die Erwartung so leicht negativ ohne Autos. Die Autoverkäufe sehr, sehr schwach. Ohne Autos wäre sie positiv mit 0,6%. Aber Bank of America, die meistens sehr gut liegt aufgrund ihrer Kreditkartendaten, sagt, ja, die Zahlen, die werden wahrscheinlich enttäuschen. Auf der Unterseite, aber jetzt eben die Diskussion mit der Fed. Morgen die Entscheidung oder das, was die Fed dann verkünden wird, heute beginnt ja schon die Sitzung. Es gibt verschiedenste Ansätze, verschiedene Ansichten. Goldman Sachs sagt, ja, da wird nichts passieren, die werden also überhaupt keinerlei Schritte unternehmen in Richtung Tapering etc., denn der Arbeitsmarkt, so viele Fed-Mitglieder ja zuletzt, sei einfach dafür noch zu schwach. Andere sehen es anders. Ich hatte beide Grafiken schon gezeigt. Andreas Denolassen von der Nordea sagt, doch, da wird etwas passieren. Vor allem wird man definieren, wie viel darf die Inflation überschießen. Vor allem wird man dann auch die Dotplots, da wird sich zeigen, dass die Fed dann schon 2023 mit einem Zinsschritt rechnet und vor allem die Anhebung des Zinssatzes für Überschussreserven der Banken bei der Fed, das als Signal, dass das sozusagen schon jetzt eine Wende ist, auch wenn es für den Konsumenten relativ wenig bedeutet, sondern nur eine homöopathische Zinsanhebung im Interbankensektor ist, aber dennoch wäre das wichtig. Aber die Fed dürfte ja schon sich im Klaren sein, was da draußen abläuft, nämlich dass die Preise massiv steigen. Man hat jetzt selbst, die New Yorker Fed nämlich, eine Umfrage gemacht und festgestellt, die Inflationserwartungen sind so hoch wie noch nie in der Geschichte dieser Umfrage. Die gibt es seit 2013, vor allem die Erwartung für die Inflation im nächsten Jahr bei 4%, die für die nächsten 3 Jahre immerhin auch über 3,6%. Also da ist für die Fed schon, naja, so ein bisschen die Warnblinkleuchte angegangen, denn Erwartungen schaffen Fakten. Wenn die Leute Inflation erwarten, dann werden sie sich dementsprechend verhalten und eben jetzt kaufen, nicht später, damit die Preise weiter nach oben treiben. Dementsprechend dürfte das wichtig sein. Interessant bei dieser New York Fed-Befragung ist, dass vor allem die Älteren, die über 60-Jährigen von deutlich steigender Inflation ausgehen. Das sind diejenigen, die wahrscheinlich in ihrem Leben schon mal inflationäre Tendenzen in den 1970ern erlebt haben. Die anderen kennen das ja eher nur vom Hörensagen. Also hier gibt es eine klare erfahrungsbasierte Meinung sozusagen, dass wir jetzt in einem Umfeld sind, das inflationär ist. Und es gibt jetzt wieder neue Anzeichen, dass mit Transitory das vielleicht doch nicht so ganz abgefrühstückt werden kann, wie die Notenbanken meinen, also diese Inflation nicht vorübergehend ist. Denn wir haben jetzt neue Probleme in Sachen Transport, der für die Weltwirtschaft ja so wichtig ist und auch ein wichtiger Preisfaktor ist. Denn wir haben ja einen neuen Ausbruch des Coronavirus in Südchina. Das betrifft dann vor allem
die Häfen in Shenzhen und Guangzhou. Hier gibt es massive Probleme, massive Lieferzeitenverzögerungen, weil viele praktisch nicht zur Arbeit gehen können, weil eben der Hafen völlig dünner besetzt ist. Das ist also ein Riesenthema, das sozusagen darauf hindeutet, dass wir zumindest in diesem Sektor, der ja sehr wichtig gewesen ist, jetzt für den Anstieg der Inflation oder für die letzten Daten zur Inflation, dass das ein bisschen dauern wird. Und hier sehen wir die Shipping Costs, Container Freight Rates, die gehen weiter ungebremst nach oben. Es wird also hier nicht günstiger. Das war so nicht vorausgesehen. Hier sehen wir mal den City Economic Surprise Indizes, wie die sich so ein bisschen verhalten haben, und zwar in Sachen Inflation. Da sehen wir die Major Economies. Es sind da noch einigermaßen, also die großen Wirtschaften einigermaßen am Start, aber vor allem in den Emerging Markets. Da geht es sowohl mit den Wirtschaftserwartungen als auch mit der Inflation deutlich nach oben, bei den BRIC-Staaten auch. Und wenn wir uns jetzt mal die Inflationsentwicklungen anschauen, so in den westlichen Ländern, also USA, UK, Eurozone und Japan, dann sehen wir, ja, da ist vor allem die USA massiv nach oben gegangen. Es folgen dann die Engländer. Und dann die Eurozone. In Japan gehen die Daten sogar wieder nach unten. Also das Kernland der Deflation, Japan, hat trotz expansivster Geldpolitik durch Kuroda und Abe es nicht geschafft, wirklich die Inflation nach oben zu bekommen. Die Amerikaner scheinen da mit ihrer Gelddruckpolitik ein bisschen erfolgreicher zu sein. Aber kommen wir zu den Märkten. Hier sehen Sie den S&P 500 Future auf Minutenbasis, und hier sehen wir dann zum Handelsende diesen massiven Anstieg out of nothing, also aus dem Nichts, dünnste Volumina. Wenn da einer fälschlicherweise vielleicht mit dem Kopf gegen die Enter-Taste knallte, dann dürfte das schon durchaus marktbewegend sein. Also es braucht zumindest nicht viel, um die Märkte zu bewegen derzeit. Wir sehen, dass trotz des positiven Schlusses, des Allzeithochschlusses oder des Schlusskurses auf Schlusskursbasis ein Allzeithoch erreicht wurde im S&P 500, deutlich mehr Aktien gefallen sind als gestiegen sind. Es sind die marktschweren Aktien wie eine Apple, die gestern ja über 2% gestiegen ist, die dann die Indizes mit nach oben führt. Aber die Masse der Aktien entwickelt sich derzeit schon nicht mehr so richtig gut, vor allem nicht die Finanzwerte, die ja lange sehr gut gelaufen waren. Die Finanzwerte spielen ja eine etwas größere Rolle im Dow Jones mit JP Morgan, Goldman Sachs, wie sie alle heißen. Und hier sehen wir eben die Finanzwerte unter Druck, nicht nur durch fallende Renditen in den USA derzeit, sondern auch, weil Jamie Dimon, Chef von JP Morgan, gesagt hat, ja, also mit den Trading Revenues, also mit den Umsätzen, die man über Trading generiert, da ist es jetzt nicht mehr so doll, weil viele Leute eben jetzt nicht mehr so viel zocken, offenkundig. Und die Beteiligung im Retail-Sektor dürfte ein Faktor sein, zurückgegangen ist. Der andere Faktor ist eben, es passiert wenig, dann sehen wenige Veranlassungen, irgendwie auch was zu drehen, was zu machen. Jedenfalls sehen wir, dass der Nasdaq sich deutlich besser entwickelt in letzter Zeit im Vergleich zum Dow Jones. Und unten sehen wir eine Grafik, das sind die Finanzwerte im ETF XLF. Das sind amerikanische Finanzwerte eben gebündelt hier im Vergleich zum S&P 500, also Finanzwerte in Relation zum S&P 500. Und da sehen wir, da sind wir jetzt an einer wichtigen Linie, die sollte halten. Dann können sich die Finanzwerte wieder erholen. Für die wäre es gut, wenn die Renditen für die US-Staatsanleihen wieder nach oben gehen. Wenn wir uns mal die Sektoren gestern anschauen, sehen wir Energieschwäche, aber vor allem die Finanzwerte, Industrials, Materials, also diese Reopening-Stories, diese Inflations-Stories, die sind nicht gut gelaufen. Information Technology gestern bester Sektor, die anderen so mehr und minder wenig verändert. Und wir sehen, wenn wir das mal abgleichen mit der Positionierung der großen Fondsmanager, die von der Bank of America befragt werden, und zwar, in welchen Assetklassen bist du wie positioniert? Und das abgeglichen mit der Geschichte, also mit dem Durchschnitt der letzten Jahre. Da sehen wir, man ist ganz, ganz stark in Commodities. Man ist gestern zum Beispiel Lumber ja wieder gefallen, also Bauholz in den USA jetzt schon massiv gefallen, glaube ich 30, 40% vom Hoch jetzt gefallen nach dem vorherigen massiven Anstieg. Die sind alle drin in Materials, also in diesem Sektor Banks, alles diese Reopening Story, diese Boom, Wirtschaftsboom Story, Reflation Story.
Da ist man drin, wo man nicht drin ist, ist in Bonds, Utilities, in Cash und auch in Relation relativ wenig in Tech. Deswegen der Nasdaq jetzt der stärkste Index, der Weg des größten Schmerzes. Die wenigsten sind dabei, weil sie eben auf die Value-Aktien gesetzt haben, Tech so ein bisschen reduziert haben. Hedgefonds waren short in Tech-Aktien etc. Und so kommt es, wie es kommt. Und wir sehen jetzt den Margin Debt. Also die Hebelung, neueste Daten hier von der FINRA, auf neuem Allzeithoch, wieder mal 14,4 Milliarden dazugekommen. Es gibt eine 94-prozentige Übereinstimmung zwischen dem Margin Debt, also der Hebelung, und dem, was der S&P 500 macht. Mit anderen Worten, die Leute leihen sich Geld oder handeln auf Marge, um eben Long-Positionen eingehen zu können. Normalerweise ist es so, dass wenn die Indizes weiter steigen, aber der Margin Debt fällt, dann ist das negativ. Normalerweise bei allen größeren, richtig fetten Abverkäufen, Korrekturen oder Crashes war es so, dass dann die Aktienmärkte weiter stiegen, aber der Margin Debt schon nach unten gegangen war. Insgesamt muss man sagen, wir sehen Aktien auf, und zwar vor der Fed, jetzt muss man das sagen, wie Charlie Bilello, der sagt, wir sehen die Aktien auf Allzeithoch, wir sehen die US-Immobilienpreise auf Allzeithoch, wir sehen die Core Inflation, also die Kerninflation ohne Nahrung und Energie, auf dem höchsten Stand seit 1992. Wir sehen die Job Openings, also die Jobangebote, auf einem Allzeithoch. Wir sehen bei Junk Bonds die Risikoprämien auf einem Allzeittief, also Unternehmen mit fragwürdigster Bonität. Die Risikoprämien sind noch nie so tief gewesen wie jetzt, wenn man solche Papiere kauft. Man kriegt also wenig Prämie dafür, aber die Fed sagt, wir brauchen weiter Nullzinsen und müssen für ein paar Jahre noch Billionen in die Märkte schütten. Kann das gut gehen? Wahrscheinlich nicht. Die Fed muss früher oder später umsteigen und muss die Bremse ziehen, sonst könnten die Dinge hier aus der Kurve fliegen. Die Frage ist nur, wann beginnt sie damit? Eben morgen mit der Juni-Sitzung oder erst im August dann in Jackson Hole, wie manche vermuten. Wenn sie morgen nicht beginnt und sozusagen alles weiter wie bisher, könnten wir nochmal eine Rallye sehen, könnten wir nochmal neue Hochs sehen. Wenn sie dieses Tapering ankündigt, glaube ich, wird das für die Märkte dann deutlich schwieriger. Mal schauen, wie es passiert. Jedenfalls 14:30 Uhr, meine Damen und Herren, Erzeugerpreise und die Einzelhandelsumsätze aus den USA. Das wird sehr, 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 sehr wichtig. Da sollten Sie bei Finanzmarktwelt reinschauen. Jetzt wünsche ich einen guten Start in diesen Tag und sage Servus und Ciao.